Am Montagmorgen in Leipzig. Wir treffen die linke Landtagsabgeordnete Juliane Nagel, die am Vortag gerade aus der Ukraine zurückgekehrt ist. Sie steht noch unter dem Eindruck ihrer Erfahrungen dort. Der Ukraine-Besuch hat natürlich mir gezeigt, was es heißt, in einem Land zu leben, was bombardiert wird, wo Städte zerstört wurden, wo Menschen massakriert werden. Ein Land zu sehen, gegen das aggressiver Krieg geführt wird, das hat meine Position zu Waffenlieferungen schon beeinflusst, hat aber eher eine Position bestärkt, die ich auch vorher schon tendenziell inne hatte. Juliane Nagel besuchte unter anderem das zerstörte Butscha und sie traf sich auch mit linken Gruppierungen, ihrem eigenen politischen Spektrum. Die waren über den Streit in der deutschen Linkspartei auch zum Ukraine-Krieg sehr gut informiert. Der Standpunkt von Sarah Wagenknecht und auch der Partei Die Linke, die programmatische Position der Partei Die Linke, die sich ja gegen Waffenlieferungen in Kriegsgebiete ausspricht, wird in der Ukraine sehr wohl wahrgenommen und wird mit großer Skepsis und mit großer Distanz betrachtet. Es war zuletzt Anfang September, als die Zuspitzungen Sarah Wagenknechts im Bundestag zu einem Aufschrei in der Partei führten, als sie dort ihre Sicht des Krieges präsentierte. Das größte Problem ist Ihre grandiose Idee, einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen. Und deshalb Schluss mit den fatalen Wirtschaftssanktionen. Es folgte heftiger Streit in der Partei. Forderungen nach Ausschluss von Sarah Wagenknecht aus der Bundestagsfraktion wurden laut. Doch auch die Spekulationen, dass sie eine eigene Partei gründen könnte, nahmen zu. Gerade diese Drohung der Abspaltung sehen Beobachter wie der Politikwissenschaftler Professor Emanuel Richter als einen Schlüssel für ihre gegenwärtige Macht in der Partei. Wenn sie sich abspaltet mit irgendeiner Art von Flügel und eine eigene Partei gründet, dann ist die Restlinke zusätzlich marginalisiert und hat überhaupt keine Chancen mehr, bei Wahlen auf Bundesebene irgendwie Erfolge zu erzielen. Und das heißt also, die Wagenknecht-Position ist stark, insofern, als dass sie tatsächlich es in der Hand hat, die Linke zu marginalisieren durch eine Abspaltung. Aber wird sie das Risiko wirklich eingehen? Klar ist, dass Sarah Wagenknechts Positionen auch im rechten politischen Spektrum großen Anklang finden. So zum Beispiel die Zuspitzungen in ihrer Wochenschau auf YouTube. Für mich sind die Grünen die heuchlerischste, abgehobenste, verlogenste, inkompetenteste und gemessen an dem Schaden, den sie verursachen, derzeit auch die gefährlichste Partei, die wir aktuell im Bundestag haben. Aussagen dieser Art brachten Wagenknecht auch auf das Cover des rechtsextremen Magazins Kompakt. Eine Kandidatin für links und rechts. Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke glaubt, dass Wagenknechts oszillierende Positionen zwischen den Welten einer eigenen Partei Erfolg bringen würden. Diese Querfront, diese Verbindung von Rechtspopulismus à la AfD und Linkspopulismus à la Wagenknecht hat letztlich in Gänze mit Sicherheit ein Potenzial von wahrscheinlich 25-30%. Und auf dieses Spektrum zielt Sarah Wagenknecht. Und wenn sie es geschickt macht und einigermaßen taugliche Leute aufbietet, dann hätte eine solche Partei natürlich allemal die Chance, deutlich über 5% zu kommen und gleichzeitig der alten Linkspartei den Garaus zu machen. Dieses Szenario jedoch, dass seinem Lebenswerk der Garaus gemacht wird, will linken Urgestein Gregor Gysi unbedingt verhindern. Im November bereits sagte er uns, dass er an einer Rettungsaktion arbeite. Und zwar an einer, die er mit Blick auf die Partei für alternativlos hält. Gerade jetzt, in dieser Zeit, brauchen wir eine Linke. Und Sarah Wagenknecht, das muss ich Ihnen sagen, ist und bleibt für die Partei wichtig. Und jeder, der denkt, man käme so besonders gut ohne ihr hin, macht sich Illusionen. Doch auch Gregor Gysi schwant wohl, dass diese Verständigung schwierig werden könnte. Frau Wagenknecht hat wie ich eine historische Verantwortung und wir müssen beide ihr gerecht werden. Das sagt sich leichter, als es sich organisieren lässt, aber genau daran arbeite ich eben. Doch in der Partei bekommt Wagenknecht weiterhin Gegenwind. Das wurde auch Anfang Dezember in Berlin deutlich, bei einem Treffen eines starken Parteiflügels, der sich die Progressive Linke nennt. Offenbar sind es hier einige, die einen Weggang Wagenknechts begrüßen würden.
sie muss sich entscheiden. Ist sie Mitglied dieser Partei, dann respektiert sie die Beschlüsse der Partei, dann respektiert sie die Meinung und Auffassung der Mitglieder dieser Partei, oder sie will es nicht mehr sein, dann hat sie einfach zu gehen. Viele befürchten wohl auch, dass ein Überreden Sarah Wagenknechts doch bitte in der Partei zu bleiben etwas kosten dürfte. Wenn Sarah Wagenknecht umbuhlt von Gregor Gysi in der Partei bleibt, dann wird sie weiter wie bisher in jeder Talkshow ihre eigene Meinung zum Besten geben. Dann wird sie weiter genau ihre Tour fahren und damit ist ein Stück weit die Linkspartei zur Geisel von Sarah Wagenknecht geworden. Gregor Gysi, konnte man in der Presse lesen, plane ein Konsenspapier, abgestimmt zwischen ihm, Wagenknecht und der Parteiführung. Im Januar sei es zu erwarten. Der ist nun vorbei. Vor wenigen Tagen baten wir ihn erneut um ein Interview. Aber es gibt in dieser Frage keinen neuen Sachstand, sodass ein neuerliches Interview momentan nicht nötig ist. Und was sagt Sarah Wagenknecht zu so einem Konsenspapier? Ich gehöre nicht zu denjenigen, die über nicht beschlossene Papiere in der Presse berichten und habe auch nicht vor, das zu ändern. Möglich also, dass Gregor Gysis Rettungsaktion scheitert. Manche glauben, wenn Wagenknecht geht, wird das Ende der Linkspartei auf Bundesebene gekommen sein. Andere glauben das nicht. Ich bin gewiss, dass die Linke ohne Sarah Wagenknecht eine Chance hat. Sie hat vielleicht nur ohne Sarah Wagenknecht eine Chance, weil dann endlich auch die Situation erreicht wäre, wo man sich nicht mehr nur mit Konflikten und Widersprüchen auseinandersetzen muss, sondern nach vorn politische Positionen entwickeln und erneuern kann und Antworten auf die Fragen geben kann, die es jetzt auch braucht von links.